So, da wären wir wieder. Es geht weiter. Geht zum befreiten Wilfried und drückt die X-Taste, um mit ihm zu sprechen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mit dem befreiten Wilfried reden. Dann machen wir das mal. Den Göttern sei Dank. So wie sich der Drachenlich auf das Schiff gestürzt hat, habe ich schon befürchtet, dass es wohl niemand überlebt hat. Ja. Was bringt euch in solch unruhigen Zeiten nach Neverwinter? Ich bin auf der Suche nach einem Abenteuer und Reichtum. Neverwinter ist meine Heimat. Was geht euch das an? Ich kann mich nicht erinnern. Neverwinter ist meine Heimat. Willkommen zu Hause, sozusagen. Eine sehr glückliche Rückkehr, oder? Neverwinter wird angegriffen. Die Kommandanten Velindra und ihre Legionen aus Untoten sind vor der Stadt. Sucht im Strandgut entlang der Küste nach Ausrüstung. Es wäre momentan keine gute Idee, sich unbewaffnet auf den Weg zu machen. Kommt den Hügel hinauf zum Lager, wenn ihr fertig seid. Gibt es ein warmes Feuer, werdet euch gleich wieder viel besser fühlen, wenn ihr erst einmal trocken seid. Danke, das werde ich. Der Questpfad führt euch zu eurem nächsten Ziel. Der Pfad kann im Questbuch, das ihr über das Hauptmenü öffnen könnt, ein- und ausgeschaltet werden. Na gut, dann mal los. Schauen uns mal einmal um. Ja, wir sind hier anscheinend gestrandet. Was ist das da oben? Ist das Neverwinter? Also gut, wir schauen mal. Drückt die X-Taste, um mit nahen Charakteren und Objekten zu interagieren. Wählt zwischen verschiedenen Objekten, indem ihr euer Fadenkreuz über das gewünschte Objekt bewegt. Alles klar, dann sammeln wir mal das Strandgut ein. Beschmutzte Tunika. Okay. Was haben wir hier? Stumpfer Hirschfänger. Und hier haben wir auch noch eine Truhe. Ein Strandgut. Drückt die L1 und die Linkstaste, um das Inventar zu öffnen. Wählt einen Gegenstand, um diesen auszurüsten. Haben wir einen rostigen Dolch bekommen? L1 drücken und nach links. Klick unten auf die Schaltfläche erwerben, um folgende Vorzüge zu erhalten. Ja, es geht nicht. Zen reicht nicht aus, um den Gegenstand zu kaufen. Epischer Gewölbeschlüssel. Ein Schlüssel, der eine Truhe am Ende eines epischen Gewölbes öffnet. Keine Stufenanforderung. Also gut, wie kann ich jetzt meine Waffe auswählen? Nein. Ich muss mal ein bisschen rumdrücken. Charakterbogen vielleicht. Ja, Rüstung. Aha, ein Gegenstand ausrüsten. So. Drückt die Touchpad-Taste, um zwischen den Statusanzeigen zu wechseln. Die Touchpad-Taste. Die Questverfolgung zeigt aktuelle Questziele an. Ja, gut. Also. Einen Moment bitte. Wir gucken mal die Attributwerte an. Auf Verteidigung haben wir schon zwei. Ach so, wahrscheinlich wegen der Rüstung, die wir jetzt angezogen haben. Und durch Kräfte, dazu kommen wir später. Passive Gefährten. So. Gegenstände. Also wir kommen in das Menü mit L1 und Linkstaste. Und dann können wir hier mit X auf Ausrüsten gehen. In die linke Hand und in die Schildhand, da einen anderen Dolch. So. Und dann kommen wir mit dem Kreis zurück. Und wir laufen zum Lagerfeuer, wie uns der gefreite Wilfried erzählt hat. Wie kann ich denn jetzt? Ach so, mit R2 schlage ich also. Ich will Lagerfeuer auch die sind Idee. Ruhezonen, in denen sich nicht im Kampf befindliche Abenteurer heilen können. Ja gut. Ich spiele das Spiel übrigens auf der PlayStation 4, falls sich einige wundern, welche Knöpfe ich da gerade beschreibe. So, wir sind geheilt. Das Lagerfeuer
Sobald eine Quest abgeschlossen wurde, händigt sie an. Ja, das konnte ich jetzt so schnell leider nicht lesen. Mit Linkletter sprechen. Leutnant Linkletter. Freut mich, euch zu treffen. Ja. Lebenszeichen abgeschlossen. Schön, okay. Dass es bei dem schrecklichen Angriff auch Überlebende gab. Kommt gerne zu mir, sobald ihr euch dazu in der Lage fühlt. Ihr habt sicher einige Fragen und könntet Hilfe gebrauchen. Quest abschließen. Quest abgeschlossen. So. Freut mich, euch zu treffen. Nach der Schlacht. Auch wenn wir die Haupttruppen Belindras aufhalten konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. Das Schlachtfeld ist übersät mit umherstreunenden Untoten, die in den Kämpfen ihre Herren verloren haben. Noch schlimmer ist, dass der Feind unsere eigenen Toten wieder auferstehen lässt und gegen uns einsetzt. Akolyte Naemin führt ein Kelem-Vorritual aus, um die Gefallenen zur letzten Ruhe zu bitten. Das wird sicher einen Angriff provozieren. Ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Ritual zu Ende gebracht werden kann. Okay. Könnt ihr derweil das Schlachtfeld nach Verwundeten durchkämmen und ihnen den Weg hierher zeigen? Mache ich. Begebt euch danach bitte ins Lager von Delmecourt und erstattet ihm einen Lagebericht. Das werde ich. So. Leutnant Linkletter, leistet den verwundeten Soldaten auf dem Schlachtfeld erste Hilfe. Das werde ich tun. Quest annehmen. Ach, guck mal hier auf dem Boden. Hier ist so eine Spur. Drücke R2-Taste, um Ablenkungsangriff einzusetzen und dabei einem einzelnen Gegner in Nahkampfreichweite Schaden zuzufügen. Feinde und Objekte werden mit dem Zielmarker ins Ziel genommen. Ich wollte gerade sagen, hier unten auf dem Boden. Ich gehe nochmal zurück. Ja, hier ist die Spur wieder. Die führt uns wahrscheinlich immer zum nächsten Missionsziel. Das ist schon mal sehr hilfreich. So, Gerd Garten, jetzt zeig mal, was du hier kannst. Zombie. Huch, so schnell. Ich bin verletzt. Verwundeten Soldaten. Erste Hilfe leisten. Das machen wir natürlich. Ich brauche einen Kleriker. So, den ersten von drei haben wir. Wir mal hier ein bisschen aufräumen. Hier ist der nächste Soldat. Bin ich froh, euch zu sehen. Und ich erst. So, und wollen wir den dritten? Ich glaube, da hinten liegt der. Verwundeter Soldat, da gehen wir mal hin. Ich bin unterwegs. Ich brauche einen Kleriker. Amber. So. Rechts steht jetzt nach der Schlacht Delmecourts Lager erreichen. Hier unten ist wieder diese Spur auf dem Boden. Der werden wir jetzt einfach mal folgen. Und mal gucken, ob uns unser Gefühl getäuscht hat oder nicht. Hier liegt auch noch einer. Kann ich dir nicht auch noch helfen? Leider nicht. Für ihn kommt leider jede Hilfe zu spät. Den Grabstein bringe ich gleich mit. Also bis später. So, wir gucken mal weiter. Drückt die L1 und die X-Taste, um zu springen. Aha, L1 und X. Haben wir. Stufe 2 erreicht. Hallo Delmecourt. Wir hatten Glück, dass wir Belindras Angriff zurückwerfen konnten. Ja, wir hatten, ja. Nach der Schlacht abgeschlossen. Danke für die Hilfe mit unseren Verwundeten. Ja. Hoppala. Wir hatten Glück, dass Belindras Angriff zurückkommt. Beschädigte Pfeile. Leider habe ich eine schreckliche Aufgabe für euch. Wir haben zwar Belindras Hauptarmee vertreiben können, aber ihre roten Magier machen uns immer noch mit auferstandenen Toten zu schaffen. Gefreiter Horthoden und seine Bogenschützen versuchen, sie in Schach zu halten. Aber ihnen geht die Munition aus. Ihr müsst das Schlachtfeld nach Pfeilen absuchen und sie auch Toten abnehmen. Bringt, was ihr finden könnt, zu Horthoden. Okay, dann machen wir das mal. Annehmen. So, wo ist hier? Hier ist die Spur wieder auf dem Boden. Der folgen wir wieder mal. Drückt die L2-Taste, um Geschosswolke einzusetzen und dabei euren Gegner mit einem Trommelfeuer aus Klingen zu bearbeiten. Oh, nett. Eine schöne Fernkampfattacke. Und hier sind die ersten Pfeile. Drei Stück. Die brauchen wir auch nur. Ne, wir brauchen 9. Markus. Sofern ich es vermag,
beantworte ich eure Fragen. Aber bitte stört mich nicht in meiner Konzentration. Was ist hier passiert? Velindra hatte beim Angriff auf Neverwinter einen Drachenlich unter ihrer Kontrolle. Erst griff er nur die Schiffe im Hafen an, aber dann stürzte er sich direkt auf die Stadt. Nein. Meine Freunde und ich halfen Feldwebel Nox bei der Verteidigung der Mauern, als er zuschlug. Es gab eine wilde Auseinandersetzung, aber schließlich konnten wir ihn besiegen. Dann erzähl mir, Markus, was macht ihr hier? Keine Ahnung, wie Velindra an einen Drachenlich gekommen ist. Vielleicht ist sie mit dem Kult des Drachens im Bunde. Wichtig ist erst einmal, dass wir das Viech unschädlich gemacht haben. Wenn ein Drachenlich getötet wird, kehrt sein Geist in ein spezielles Phylakterium zurück. Von dort aus kann er den Körper eines anderen Drachen übernehmen und wiedergeboren werden. Der Geist dieses Drachenlichs ist noch nicht entwichen. Ich versuche, ihn hier festzuhalten. Wenn ihm die Rückkehr in das Phylakterion verwirrt wird, können wir ihn vernichten und Velindra einen mächtigen Verbündeten rauben. Na gut, viel Glück. So, ich glaube, da sind unsere nächsten Pfeile. Huch, hier steht ja noch einer. Ein morsches Skelett. Da haben wir auch noch einen. So, Wiedersehen. Pfeile einsammeln. Einen brauchen wir noch. Nehmen wir den von hier oben irgendwo schon. Ich glaube, da. Da, das da. Morsches Skelett. Na komm. Oh, hoffentlich greift der uns nicht an, aber dann machen wir erstmal. Den nehmen wir mal lieber raus. So. Pfeile in einem Fass ablegen. Ich glaube, die Spur führt uns wieder zu dem Fass. Den nehmen wir auch nochmal raus. Bevor er uns gleich mit den Knochen im Rücken kloppt. So, ihr habt ein neues Lager entdeckt. Weiter. Hier ist, glaube ich, das Fass. Pfeile lagern. Genau, in das Fass. Und jetzt können wir hier mit Befreiter den Namen Kammich auf wir keinen Fall ausdrücken. Wir müssen die Magier zurückdrängen. Oh, danke für eure Hilfe. Zwar wurden die roten Magier nicht endgültig vertrieben, aber so müssen sie sich erst einmal eine Weile bedeckt halten. Ah, okay. Auf in Stufe 3. Wir müssen die Magier zurückdrängen. Brücke des schlafenden Drachen. Horden von Untoten greifen Neverwinter an. Sie strömen aus Burg Never und über die Brücke des schlafenden Drachen. Wenn die Brücke fällt, ist das Herz unserer Stadt, die Protectors Enclave, ihnen schutzlos ausgeliefert. Ich muss mich hier um die roten Magier kümmern. Bitte helft ihr den Verteidigern auf der Brücke. Vernichtet die untoten Soldaten am Tor nördlich von uns, dann können wir es öffnen. Gefreiter Wilfred kann euch in die Stadt bringen und den Weg zur Brücke zeigen. Aber Vorsicht, diese Untoten sind aggressiver als eure bisherigen Feinde. Ups. Möge Tempest euch Kraft verleihen. Alles klar, Gefreiter. Dann machen wir das. So. Ach, unten rechts auf der Karte ist jetzt auch der Bereich eingekreist. Drückt die Quadrat-Taste, um schmerzhafter Schlag einzusetzen und dabei euren Gegner benommen zu machen und ihm Schaden zuzufügen. Schön, schön, schön. Das hört sich gut an. Ja. Ach, schön, diese Fernkampfwaffe hat eine schöne Range, schöne Reichweite. Das finde ich sehr klasse. Das wird uns bestimmt noch das eine oder andere Mal hilfreich sein. So, die haben wir. Was fehlt uns denn noch? Untote nahe des Tores töten. Einer fehlt uns noch. Ja, wir nehmen mal den hier, der steht schön alleine. Oh, doch nicht, das sind zwei. Haben wir mit Gefreiter Wilfried sprechen. Der steht oben am Tor. Hallo Gefreiter Wilfried. Ach, hallo. Wird schon wesentlich frischer als unten am Strand. Hab doch gesagt, warmes Feuer wird euch gut. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, warme Kleidung bringt ein warmes Herz. Ihr habt genug Skelette aus dem Weg geräumt, sodass wir es durch das Tor schaffen sollten. Linkblätter hat mir einige Heiltränke für euch gegeben. Ihr werdet sie vielleicht auf der Brücke brauchen. Danke, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, jetzt Tor. Reisen. Wählt einen Ort, um dorthin zu reisen.
Schlachtfeld, da waren wir gerade. Brücke des schlafenden Drachen. Das wird's wohl sein. Sie stecken in Schwierigkeiten. Wir müssen ihnen helfen. Verstanden. Na mal los. Wo sind sie? Weg zum Torhaus zeichnen. L3-Taste und bewegt sie in eine beliebige Richtung, um Gegnern zu entkommen. Ja, verstehe. Bei niedriger Ausdauer kann nicht gewandelt werden. Achtung, Bogenschützen! Einiges los. Oh Gott. Ja, aber die haben wir auch. Wen haben wir da? Boah, die Brücke hat schon ganz schön was abgekriegt. Wie sieht's hier aus? Sind wir mitten im Meer? Ah, hier ist die Insel, das ist die Brücke. Ich verstehe, ich verstehe. Also gut, schauen wir mal weiter. Hier haben wir noch ein paar. Was ist das hier? Wow. Oh, wen haben wir denn da? Oh oh. Oh oh. Das scheint ein bisschen schwerer zu sein. Todeshexer. Aber gar nicht. Heiltrank, den haben wir auch. Gegner zu sprengen und jedem dieser Gegner Schaden zuzufügen. Wow, das hört sich ja nicht schlecht an. Ihre Kräfte kann aktiviert werden, wenn ihre Aktionspunkte voll sind. Tägliche Kraft aktivieren. Upsala. Ja, die haben wir auch. Ach, die kommen nicht so weit. Die können wir schön auf der Entfernung jetzt wegholen, die Bogenschützen. Ist natürlich klasse. Und jetzt geht das Tor. Jetzt kommt bestimmt. Ich hab's geahnt. Ah, die scheint nicht so nett zu sein. Und er auch nicht. Der Vorbote, um Gottes Willen. Ich würde gerne abwerfen, aber so weit kommen unsere Fernkampfwaffe leider nicht. Machen erstmal die Kleinen weg, damit wir freie Bahn haben. Und jetzt versuchen wir mal unser Glück, würde ich sagen. Oh. Ah, das sieht gut aus. Ja, das ist nämlich damit unidentifizierter Gegenstand. Mensch, jetzt haben wir es aber. So, wir sollen hier rein. Liegt hier noch irgendwie was? Hat der noch irgendwas verloren? Gucken wir lieber nochmal nach. Nee. Der gefreite Wilfried, der wurde ja weggeschleudert. Oh, der Arme. Der sieht nicht gut aus. Es tut mir leid. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Aber ich konnte nur noch an all die Freunde denken, die sie auf dem Gewissen hat. Berichtet Feldwebel Nox, was passiert ist. Bittet ihn, nach meiner Mutter zu sehen. Oh je. Halte durch, Wilfried. Ich hole Hilfe. Sie aufhalten. Lord Never Ember ist kein Heiliger. Aber diese Alternative ist wesentlich schlimmer. Wenn Never Ember fällt, herrscht Valindra über Neverwinter. Sucht nach Feldwebel Nox.
Er ist einer von Never Embers Wachen. Einer der Guten. Ihr müsst... Valinda! Es tut mir leid, Wilfried. Oh je, der Ärmste. Ich glaube, das war's für ihn. Er hat die Augen zugemacht. So, Freunde, das war's mit Folge Nummer 2 von Neverwinter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!